Die 17-jährige Melanie und der Freund und Kindesvater Andreas sind am Weg zu Dr. Walter Sacher, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Melanie ist in der 36. Woche schwanger. Ich hatte jede Stunde Schmerzen. Ja, dass meine Mama schon gemeint hat, dass schon Senkwehen sind und so. Die zu Schmerzen gehabt hat, dass das Kind gar nicht mehr kriegen will. Musst du alles sagen. Hallo Melanie. Hallo. Grüß dich, servus, grüß dich. Bist auch mitgekommen? So fein, dann komm mit mir. So, Melanie, du hast Wehen gehabt jetzt schon in der Nacht? Ja, jede Stunde schon Schmerzen. Es waren schon starke Schmerzen. Und wenn ich mir dachte, dann die Geburt, das war noch gar nicht, und dann die Geburt. Wie wirst du es dann anschauen, ob der Muttermund noch geschlossen ist, ob alles noch stabil ist? Aber du musst damit rechnen, unter Umständen, wenn du vorzeitige Wehen gehabt hast, dass das Kind jederzeit kommen kann. Gut. Hast du dich auch schon auf die Geburt ein bisschen vorbereitet? Hast du Vorstellungen, wie du das Kind bekommen willst? Ja, mein Schatz ist ja an der Hand und zudrücken. Nein, aber wie du das sonst vorstellst? Ja, Angst habe ich schon. Wovor? Vom Schmerz? Nein, dass das Kind rauskommt so, und das urweh tut. Naja, Geburt tut weh. Hast du auch schon nachgedacht, was du als Schmerzmittel haben willst? Ob du einen Kreuzstich haben willst? Nein, alles nur kein Kreuzstich. Nein, ich lasse mir keinen Kreuzstich geben. Sicher nicht, nein. Du willst das ganz natürlich bekommen? Ja, das ist natürlich so. Ja. In der Badewanne? Ja, in der Badewanne, also Wassergeburt. Ganz natürlich Bioprodukt. Eine Wassergeburt willst du? Ja. Ich will eine Wassergeburt, weil es bequemer ist. Also hoffe ich halt einmal, ja. Na fein. Aber du hast schon deine Vorstellung, wie du dein Kind bekommen willst. Ja. Schnell und schmerzlos. Einerseits freue ich mich und andererseits denke ich immer so, jetzt muss ich da durch. Ich meine, ich komme jetzt, es gibt kein Zurück mehr, jetzt muss ich da durch. Das Kind muss durch, aber du nicht. Ja, aber die Schmerzen. Die Praxis von Gynäkologen Dr. Walter Sacher in Wien 1. Du hast ja vorzeitige Wehen gehabt. Jetzt müssen wir schauen, ob das Kind früher kommen könnte oder nicht. Geht bei der 17-jährigen Melanie die Geburt bereits los? Melanie ist erst in der 36. Schwangerschaftswoche. Gut, also da ist der Gebärmutter. Hals. So, und jetzt haben wir 3,7 cm. Also so bald kommt das Kind nicht. Die Wehen haben also keine Bedeutung gehabt und haben den Gebärmutterhals nicht eröffnet. Gott sei Dank. Ja, also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass wir doch zumindest bis zur 38. Woche kommen. Es kann durchaus sein, aber garantieren kann man das nicht. Es kommt, wann es kommt. Wenn es kommt, dann kommt es sowieso. So, jetzt werden wir mal schauen, wie das Kind liegt, wie groß es ist, wie schwer es ist und ob alles im normalen Bereich ist. Aha, na ja. Was haben wir? Wir haben jetzt das Kind in Steißlage. Was ist eine Steißlage? Ja, es wird sich schon drehen. Wenn es kommen will, dann dreht sich es eh so. Muss ja mit dem Kopf voran. Man weiß nicht, ob sich das Kind noch dreht. Man weiß auch gar nicht, ob es dann nicht letztlich ein Kaiserschnitt wird, den sie ja nicht will. Aber das ist noch offen. Vor kurzem war die 17-jährige Melanie zur Ultraschalluntersuchung bei Dr. Walter Sacher. So, jetzt werden wir mal schauen, wie das Kind liegt. Anlass zur Untersuchung war eben die Vermutung, dass das Kind nicht gut liegt und eine natürliche Geburt vielleicht gar nicht möglich ist. Was haben wir? Wir haben jetzt das Kind in Steißlage. Man weiß nicht, ob sich das Kind noch dreht. Man weiß auch gar nicht, ob es dann nicht letztlich ein Kaiserschnitt wird, den sie ja nicht will. Das Kind hat sich bis zum Geburtstermin nicht mehr gedreht. Somit ist klar, dass es per Kaiserschnitt geholt werden muss. Und so wurden Melanie und Freund und Kindesvater Andreas letzten Abend im Sanatorium St. Leonhard aufgenommen. Ich bin so müde. Du hast geschlafen? Ja. Ich habe nicht schlafen können.
immer so, immer aufgewacht und war so heiß im Raum. Ich weiß nicht, ich habe so ein komisches Gefühl, ich weiß nicht, das ist so Angst, Freude, so ungemischt, dann ungemischt. Das wird noch ein Horror werden. So ein paar Stunden. Freust du dich? Hier freue ich mich. Ich glaube, du. Sonst wäre ich nicht da, oder? Ich habe noch nie eine Geburt erlebt. Also, sicher aufgeregt. Spannung. Voll. Urschlimm. Ich habe, wenn ich nur dran an die Nadeln denke, dann. Ja, du mit deinen Nadeln? Ja, ich will meine Nadeln. Ich habe Angst vor Nadeln. Sie ist aufgeregt überhaupt, wenn sie da und hört, spritze dort, spritze da. Ich habe immer panische Angst vor Nadeln. Ich weiß, ich lasse die Kinder nicht einmal Blut abnehmen. Da habe ich schon nur Angst. Ich weiß nicht warum. Ich mag keine Spritze. Ich weiß nicht, wie man so paranoia kriegen kann wegen Spritzen. Du hattest es nicht leicht mit mir, gell? So blöde Frage. Schwierige Phasen zwischen uns waren schon, ja. Ich war wirklich anstrengend. Meine Mama hat mich schon nicht ausgehalten. Meistens eigentlich, weil sie alles so sehr stark empfindet und alles so falsch aufgenommen hat, als was es eigentlich sollte. Ich gehe mit der Mama da, ich bin für sich alleine gelassen, fange an zu weinen. Was brauchst du mit deinen Ansagen? Ja, ist die Wahrheit, oder? Ja, aber trotzdem, damals durchdrücken. Ja, aber jetzt ist schon viel ruhiger. Momentan ist alles okay. Take it easy. Ja, jetzt ist schon alles viel besser geworden. Das war unsere letzte Nacht ohne Kind. Das war unsere letzte Nacht ohne Kind. Ja, das war unsere letzte Nacht ohne Kind. Voll arg irgendwie, wenn ich das dann, wow, kann man das so fast nicht vorstellen. Also sehr viel Angst habe ich schon. Im Grazer Sanatorium St. Leonhard haben heute gleich zwei Geburtstag. Die 17-jährige Melanie will ihr Kind am Geburtstag ihrer Mutter zur Welt bringen, damit in Zukunft gemeinsam gefeiert werden kann. Wie praktisch. Es handelt sich übrigens um einen geplanten Kaiserschnitt, da das Baby falsch liegt. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, alles Gute zum Geburtstag, Mama. Das heißt, der Schwiegersohn und alles du. Ja, wenn er schneller ist. Na, es passt. Danke sehr. Ja, heute hat meine Mama Geburtstag und heute kommt der Kleine auf die Welt. Und der Kaiserschnitt ist um 11. Und die Mama ist auch um 11 auf die Welt gekommen. Wenn das heute passiert, ist schon. Ich freue mich, ja. Ich kann mit meinen Enkeln einmal feiern. Ja. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist, dass das Kind auf die Welt gesund kommt. Gott, ich habe schon so Angst. Ich glaube das noch immer. Das ist nur schlimm. Nein, das wird nicht so schlimm sein. Hm? Sind die dabei? Ich habe zwei. Also der Andi, der beruhigt mich eh. Und dann meine Mama, die ist auch da und die beruhigt mich auch. Die Hebamme, glaube ich, wird sie auch beruhigen. Und wenn wir beide auch drin sein dürfen, glaube ich, wird sie auch. Ich glaube schon, dass das. Vielleicht kommen ein paar Tränen oder so. Aber ich glaube schon, dass er es schaffen wird. Dann anscheinend wird sie am liebsten weglaufen davon. Aber ich glaube, wenn der Arzt das sagen, wird sie so ruhig bleiben. Dann. Und sie hat das Kind muss jetzt raus, dann ist sie, glaube ich, ruhig. Willst du bis zu der Bauchdecke reinschauen? Ich schon schauen. Ne? Du willst schon schauen? Ja. Du willst das sehen? Ja. Naja, hat er noch nie einen offenen Bauch gesehen. Ne? Weil ihm das Spaß macht. Du willst das wirklich sehen? Also Spaß. Wir müssen es schauen. Also. Sonst hätte ich so im Fußmarkt sehen, wenn er so raus, zack. Und dann gehst du mit der Stichsäge. Der ist so deff. Du arme Baby. Schnippschnapp. Der ist so deff. Aber ich kann nicht. Ohne Ausbildung, glaube ich, kann man das nicht einfach so machen. Das sind ja die fachmännischen Ärzte da.
Glaubst du, welches Gefühl wirst du haben, wenn du das Weinen hörst? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das kann man jetzt danach sagen. Ich liege auf diesem Operationstisch da und muss warten, bis ich dazu knete. Also, dass ich noch gespannt bin, wenn es gleich schreit oder so ein bisschen leicht aufs Popo haben. Dann weiß man so ganz leicht auf Popo, wenn es nicht weint. Ja, ich freue mich schon, wenn der Schrei rauskommt dann mit dem Baby. Wie soll ich mich da freuen, wenn das Baby schreit, da weiß ich gerade, dass meine Bauchdecke offen ist. Was ist ja daran, wie es dir nicht denken. Aber dass die Mama jetzt gekommen ist oder da war, das hat mich jetzt schon beruhigt. Weil sie ist jetzt auch da und jetzt fühle ich mich schon viel leichter. Im steirischen Sanatorium St. Leonhard soll heute auch die 17-jährige Melanie stolze Mama werden. In Freund Alex und in ihrem Gynäkologen Dr. Walter Sacher findet sie Unterstützung. Hallo, wie geht's euch? Na, bist du aufgeregt? Ja. Sehr? Ja. Bist du schon seit gestern hier in der Klinik? Ja. Hast du dich schon eingewöhnt? Ja. Ja, gefällt's dir hier? Ja. Das ist schönen, die Luxuspur. Luxuspur. Freust du dich schon auf dein Baby? Ja, aber nicht. Aber? Also, ich habe sehr viel Angst. Wovor hast du denn Angst? Vom Kreuzstich. Naja, schau, wir werden das ganz liebevoll und sanft machen. Ich weiß nicht. Na, ich bin ja. So, wir werden dich beruhigen. Ja, ich bin bei dir. Wir werden ganz liebevoll zu dir sein. Wir werden so gut es geht, so schön es geht, das Kind auf die Welt bringen. Hm? Ja, der Herr Dr. Sacher, der beruhigt mich fast immer. Ja, der ist der Einzige, dem ich vertraue. Natürlich ist sie sehr aufgeregt und natürlich hat sie Angst. Nicht nur vor der Operation, sondern auch vor dem Kreuzstich. Also das Aufschneiden, das stört mich dann eh nicht mehr so, weil ich ja dann eh nichts spüre. Aber die Nadel. So, jetzt möchte ich nur noch den Anästhesisten Dr. Krasnitzer vorstellen. Der ist verantwortlich für den Kreuzstich. Schau, ich werde dir das jetzt noch einmal erklären, wie das mit der Nadel geht. Ja, das will ich auch gar nicht mehr hören. Ich weiß, dass sie da reinstechen. Das reicht mir schon. Willst du gar nichts wissen sonst? Ja, die stechen eh da rein. Das heißt, eine ganz, eine kleine, dünne Nadel. Und es tut nicht weh, das wird lokal vereist. Aber auch mit einer Nadel. Naja, der Kreuzstich ist die größte Problematik, die wir bei der Planung dieses Kaiserschnittes hatten. Die Ärzte haben die meiste Zeit die Melanie beruhigt, weil sie ja so panische Angst hat vor den Nadeln. Also hier ungefähr. Also ja? Da wird er gemacht? Ja. Da werden sie reinstechen? Da werden wir, ja. Da okay. Werden wir auch, wie beim Zahnarzt, eine örtliche Betäubung machen. Dass einmal die Haut und die darunterliegenden Gewebe betäubt sind. Dass sie den einen Stich nicht... Dass sie den einen Stich nicht zuspüren, genau. Wie weit kommt die Nadel rein? Dass sie meistens ein paar... Ich will es nicht wissen. Ja, warum fragen Sie mich? Nein, ich will es gar nicht wissen. Es beginnt alles zu kribbeln. Eine Freundin hat auch einen Kreuzstich gehabt und die hat gemeint, das ist dann so ein Kribbeln, wenn sie das rein schon, das kribbelt. Dann. Richtig. Und der ist jetzt auch gut gegangen, Ihre Freundin? Ja. Ja? Ja, jetzt möchte das halt... nicht so schlimm ist mit der Nadel und so. Ich habe halt mehr Angst, als wirklich ist. Schau, das Ziel ist, dass wir ein Kind bekommen, ein schönes Mädchen bekommen und dass du nachher das Kind gleich in den Arm halten kannst. Das ist doch auch was wert. Ja. Na? Okay. Der Anästhesist hat liebevoll mit dir gesprochen, ich habe liebevoll mit dir gesprochen. Also ich hoffe, wir kriegen das auf die Reihe und wir können die Operation problemlos durchführen. Also in einer Stunde ist es schon soweit. Das muss ich muss jetzt irgendwie durch. Also ich muss jetzt. Es gibt ja keinen anderen Ausweg jetzt mehr. Das fragt sich auch die 17-jährige Melanie, die ihr Töchterchen heute per Kaiserschnitt bekommen soll. Neben Dr. Walter Sacher kümmert sich vor allem nach der Geburt der ärztliche Leiter Dr. Gero Luschin-Ebenkreuth höchstpersönlich um sie. Die sind ja schon ausgeschlafen, die schlafen ja schon seit gestern. Nein, ich habe die Nacht nicht schlafen können. Wer hat sie schlafen können? Ein bisschen oder gar nicht? Ein bisschen. Schau, und wir werden gemeinsam dein Kind zur Welt bringen, so gut es geht, so schön es geht. Ein erfahrener Kollege hier. In den nächsten Tagen werde ich Sie dann betreuen und wenn Fragen sind, bin ich immer zur Verfügung. Ja. Sie werden sehen, es wird alles gut gehen. Ja, mit dem Dr. Luchin, ja, der ist auch ganz nett und der betreut mich ja dann auch. Er wird sich um die Melanie kümmern
Er wird gemeinsam mit der Hebamme die nächsten Tage bestreiten. Auf Wiedersehen, dann bis später. Wiedersehen. Uns ist es sehr wichtig hier im Sanatorium St. Leonhard, dass die Hebammen, dass die betreuenden Ärzte die Frauen gut betreuen und die Hausärztinnen im Haus auch 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. Und je vertrauter die ganze Umgebung, die Beteiligten, desto leichter ist es für die betroffene Frau. Sie haben jetzt mehr Mut gemacht, also Mut geben, dass ich nicht so große Angst habe. Aber trotzdem habe ich noch die Urangst. Jetzt keine Angst, lache ein bisschen freudig drauf. Wir werden jetzt alles vorbereiten. Wir gehen jetzt in den Operationssaal und dann sehen jetzt wir. Gleich gehen. Ja, demnächst. Sie wird unten sicher noch nervös sein. Im Kreis sein unten. Ich werde jetzt auch, wenn ich sicher darunter gehe, Blutdruck 180 haben. Keine Angst, wir sind alle bei dir. Ja, gut ist. Fein. Also bis gleich. Bis gleich. So, und wir gehen erst gleich. Wir haben die Melanie jetzt vorbereitet. Wir haben bereits die entsprechenden Maßnahmen getroffen für den Kaiserschnitt. Die Melanie wird jetzt in den Operationssaal gebracht. Es ist jetzt schon bald soweit und ich bin jetzt schon sehr aufgeregt.